Hallo und herzlich willkommen beim Wetter von Wetter.net in dieser Woche wird es sehr turbulent zugehen. Es gibt viel Sturm und auch viel Regen und teilweise viel Schnee. Doch der Reihe nach. Schon die Nacht zum Dienstag wird es sehr stürmisch werden. Wir erwarten teilweise im Südwesten Sturmböen bis zu 90 Kilometer pro Stunde. Am Dienstag selbst gibt es ein Gemisch aus vielen Wolken und immer wieder gibt es einzelne Regen und teilweise auch Schneeregenschauer bis in tiefe Lagen. Es ist nasskalt bei Temperaturen zwischen 3 und 8 Grad. Am Mittwoch wird es mit 0 bis 5 Grad etwas kälter. Es gibt weitere Schneeschauer und das bis in tiefe Lagen und in den höheren Lagen der Mittelgebirge müssen wir mit 10 bis 15 cm Neuschnee rechnen. Der Wind, der weht weiterhin sehr stark bis stürmisch. Richtig stark und stürmisch und teilweise mit Orkanböen weht der Wind dann am Donnerstag, vor allen Dingen hier im Norden und im Osten. Dazu also gibt es viele Wolken und immer wieder teilweise kräftigen Regen. Das Ganze bei Temperaturen von bis zu 8 Grad. Schauen wir uns mal das Windfeld am Donnerstag etwas genauer an nach dem Stand heute Montag. Ja, und dann sehen wir, die Orkanböen sind vor allen Dingen hier in Hamburg und Niedersachsen zu erwarten. Bis zu 120 km pro Stunde sind möglich. An der Küste selbst sind es immerhin bis zu 140 km pro Stunde. Weiter Richtung Süden, da gibt es immerhin noch schwere Sturmböen mit bis zu 100 km pro Stunde. Und der Regen spielt auch eine Rolle bzw. Niederschlag. Hier mal die Summen bis zum nächsten Dienstag. Ja, und da sehen wir teilweise Mengen zwischen 100 und 200, die den Regen pro Quadratmeter. Das fällt zwar zeitweise auch mal als Schnee, aber immer wieder ist es mal sehr mild dazwischen. Und es setzt Tauwetter bis in die höheren Lagen ein. Ja, und das bedeutet, die Pegel hier im Westen und Südwesten der Flüsse, die werden wahrscheinlich wieder ansteigen. Wie geht es weiter Richtung Wochenende? Der Wind legt sich, aber der Winter, der kehrt nicht wirklich zurück. Es bleibt nasskalt. Am Samstag und Sonntag werden Temperaturen zwischen minus 1 und plus 5 Grad erreicht. In den Niederungen kann sich meist keine Schneedecke bilden. Es gibt so ein Gemisch aus Sonne und Wolken, teilweise auch einzelnen Wintergewittern. Aber viel Winterwetter im Flachland wird es aus heutiger Sicht sehr wahrscheinlich nicht geben. Mit diesen Aussichten noch einen schönen Tag. Tschüss, bis bald.